Also wenn ihr dann die Webseite öffnet, kommt ihr erstmal auf die Startseite der Windeck Homepage. Hier finden wir dann die drei wichtigsten Artikel. Und wenn man dann weiter runter scrollt, findet man auch die wichtigsten Termine und noch mehr Artikel. Ganz unten kommen dann so Dinge wie Kontakt, Impressum oder auch ganz wichtig Formulare. Wenn man dort jetzt einmal draufklickt, kommt man halt wie gesagt zu den wichtigsten Formularen, wie zum Beispiel der Entschuldigung, die man dann auch hier ausdrucken kann. Dann gehen wir mal zu den fünf Reitern hier oben. Die gehen dann von Termine über uns bis hin zu der Ganztagsschule. Und wenn man einmal auf den Reiter Gemeinschaft klickt und dann auf Lehrer geht, kommt man auch zu den E-Mail-Adressen der Lehrer. Wenn man dann hier jetzt einmal auf E-Mail klickt, öffnet sich dann gleich das E-Mail-Programm und ihr könnt gleich dann dem Lehrer oder der Lehrerin eine E-Mail schreiben.